Moin Leute, ich habe mich von diesem Teil so ein bisschen verarschen lassen. Und zwar gibt es hier irgendwie einen Übergangswiderstand. Also wenn ich mit dem Messgerät, also die Spannung hier messen möchte, ach, Kabel bleibt doch weg da, habe ich ein anderes Ergebnis. Also wenn ich am Ende des Kabels gucke, habe ich die 3,5 Volt, aber beim Laden gerade mit 10 Ampere Last entsteht anscheinend hier so ein hoher Übergangswiderstand. Weil wenn ich hier unten nachmesse, komme ich auch auf die Spannung, die das Netzteil anzeigt. Also muss hier irgendwo ein Übergangswiderstand stattfinden. Deswegen ist der letzte Test, wo er von 3,5 Volt runter bis auf 3 Volt nicht so ganz zutreffend. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt hier auf 3,45 und werden auch durchladen. Also ich werde dann mit dem Messgerät einmal prüfen, ob wir auch wirklich 3,45 Volt haben. Dann werde ich eine Zelle auf 3,5 Volt hochladen, die andere auf 3,55 und die nächste auf 3,6 Volt. Und werde dann immer, ich denke wahrscheinlich immer bis 3 Ampere einmal, ach, bis 3 Volt, sorry, bis 3 Volt einmal runterziehen. Und dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Ich versuche euch das auch mal mit dem Stativ zu zeigen. So wie ihr hier seht, 3,45 Volt, ne? Ich habe jetzt voll aufgedreht und hier wird irgendein Übergangswiderstand. Ich komme gar nicht auf die 10 Ampere. Und an der Zelle selber, ich habe die an der letzten Zelle gerade angeschlossen, haben wir nur 3,3 Volt. Also auch wenn ich jetzt hier mit dem Messgerät, irgendwie ging doch hier Licht an. Ich glaube, dann könnt ihr es, kann man zu, na, man kann es gut sehen. Also wenn ich auch die Zelle jetzt hier messe, zeigt die 3,31. Das ist quasi derselbe Wert, den auch der Lastwiderstand zeigt. Also es gibt keine Zelle, die hier 3,45 Volt hat, wie man oben am Netzteil sieht. Also wenn ich hier die 3,45 Volt habe, werde ich eine Zelle abklemmen und dann ziehen wir die mal runter bis auf 3 Volt und gucken mal, was da rauskommt. Und dementsprechend gucken wir mal, ob wir höher gehen oder runter, aber ich denke mal, dass danach eine mit 3,5 Volt, 3,55 und eine mit 3,6 Volt aufladen und gucken mal, ob wir auf die 80% kommen. Das wären ja immerhin 224 Ampere-Stunden. Also, die ersten 3,45 Volt haben wir. Was er anzeigt, dem glaube ich nicht mehr. Ich habe es die ganze Zeit immer parallel geschaltet, damit ich sehe, was hier los ist. 3,45 Volt haben wir. Wir messen nochmal nach. 3,46 sagt er sogar. Also 0,01 Volt, das können wir vernachlässigen. Dann gab es Kommentare, dass wahrscheinlich die Leitung zu dünn ist, weil ich hier mit 15 Ampere entnehme. Das ist hier nicht so ganz der Fall. Die äußeren Leitungen werden warm. Wenn man auch auf das Messgerät hier hinten drauf guckt, könnt ihr es sehen. Ampere, Ampere, Volt, Volt. Also die inneren Leitungen sind quasi die Sensorleitungen und die äußeren, die nehmen die Last. Ich habe hier 2,5 Quadrat für die Last und nochmal 2,5 Quadrat, um zu messen, mit den, was die Spannung sagt. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das Ergebnis sich extrem verfälscht, denn wahrscheinlich eher dem Teil, ob das so genau arbeitet. Aber für unsere Zwecke wahrscheinlich völlig ausreichend. Wie gesagt, dann starte ich jetzt und wir gehen bis auf 3 Volt runter von 3,45 Volt. Vorher das Netzteil noch abmachen. So, Kabel sind ab und ab damit. Also von 3,45 Volt runter bis auf 3 Volt haben wir 277 Ampere. Raus. Das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Das ist ja fast die komplette Kapazität. Wie gesagt, 80% sind ungefähr 224 Ampere. Ich habe jetzt schon eine hier auf 3,4 Volt und dann gehen wir mal bis auf 3,1 Volt runter. Also beide Seiten schränken wir mal ein bisschen ein und gucken wir mal, wo wir dann landen. Ja. Könnt ihr das sehen? Die eine Zelle hat genau 3,4 Volt. Die nehmen wir jetzt mal und gucken, wo wir landen.
So, das ist die Zelle mit 3,4 Volt, wie man hier links sieht. Er zeigt 3,395 an, also minimaler Unterschied. Und wir gehen bis auf 3,1 Volt runter und gucken wir mal, was wir rauskriegen und danach mal auf 3 Volt, um zu sehen, was da noch zu holen ist. Also wir sind von 3,4 Volt bis auf 3,1 Volt runter und haben 267 Ampere raus. Immer noch ein bisschen mehr als ich erwartet habe. Ich wollte ja so an die 224, das wären die 80%. Wir gehen jetzt auf 3,35 Volt runter. Ich habe den einen Akku hier schon einmal aufgeladen auf 3,35 Volt und schalten auch ab bei 3,2 Volt. Der Akku hat sich auch wieder ein bisschen erholt. Wir haben fast auch wieder 3,2 Volt, also 3,18 Volt. Fast 3,2, nachdem wir ausgeschaltet haben. Ich baue ihn um. So, ich habe ihn umgebaut. Wir müssen noch eben die Cut-Off auf 3,2 Volt hochstellen. Ach, einer hat auch übrigens gefragt, ob man hier die ganze Zeit tippen muss. Man kann auch gedrückt halten, dann geht er auch nach oben. Wir schalten mal hier auf 3,2 Volt. Dating in den ganzen Kram. Also er sagt jetzt 3,4. Ja, seitdem die Zellenspannung fällt halt ein bisschen wieder runter. Wir haben ja das Ladegerät abgezogen. 3,345 haben wir. Bis auf 3,2 und wir gucken mal, was rauskommt. So, von 3,35 auf 3,2 Volt sind wir auf 187 Ampere gekommen. Wir werden jetzt mal auf 3,15 runtergehen. Das geht überhaupt nicht, ne? Wir können nur 3,1 Volt machen. Da kann man ja irgendwas umstellen. Dann gehen wir halt bis auf 3,1 Volt runter und gucken, was wir noch rauskriegen. So, wir haben die 1 Volt jetzt erreicht, von 3,35 Volt runter, sind bei 215 und wir gehen jetzt mal auf 3 Volt runter. Und da müssten wir eigentlich da sein, wo wir hin wollen. 3 Volt, 215 und ich hoffe, dann sind wir so bei den 224. Und dann wissen wir ungefähr, in welchem Bereich sich die Batterie am wohlsten fühlt. Ja, das ist doch ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. 3,21, das sind fast die 80%. Das ist auch quasi das, was in der Tabelle drin steht. Und jetzt werde ich noch einmal von 3,5 Volt bis auf 3,2 Volt runtergehen. Das müssten auch ungefähr 80% sein. So, ich habe schon mal alles genullt auf 3,2 Volt. Die Zelle ist auch auf 3,5 Volt. Oder 5,3. Hab's eigentlich nur bis 3,5 geladen, ist ein bisschen drüber. 3,53. Und wir ziehen mal runter bis auf 3,2 und gucken, was rauskommt. Ja, von 3,5 auf 3,2, 225 Ampere. Das ist ja mehr oder weniger eine Punktlandung. Die Batterie hat sich wieder was erholt auf 3,25 Volt. Mein BMS wollte ich eigentlich auch auf 3,5 Volt einstellen, aber auch nicht, dass es bei 3,2 ausgeht, sondern bei 3 Volt. Man muss halt ein bisschen die Spannung im Auge behalten. 3,5 Volt sind halt 14 Volt. Das hat auch einmal einen Grund mit der ganzen Technik, die ich verbaut habe. Zum Beispiel, wenn ich eine Solaranlage verbaue, die würde ich einstellen, dass die bis 13,8 Volt lädt, weil der Ladebooster damit auch die Starterbatterie vom Camper laden könnte. Aber sobald 13,8 Volt erkannt werden, wird mit 1 Ampere über den Ladebooster die Starterbatterie geladen. Also muss man halt nur ein bisschen die Spannung im Auge halten, sprich wenn ich 12,8 Volt habe,
weiß ich, ich habe noch 3,2 Volt auf jede Zelle und ich nähere mich dem Ende der Batterie. Habe aber noch ein bisschen Reserve, ohne dass das BMS direkt abschaltet und ich direkt im Dunkeln sitze. Ist aber, ich weiß noch nicht, wie ich das ganze Problem noch ein bisschen löse, weil zwischendurch sollte man die Zellen schon einmal bis auf Maximum aufladen, damit halt der Zellendrift nicht zu groß wird. Wir haben zwar einen Balancer, der die Spannung gleich hält, das heißt aber nicht unbedingt, dass die Kapazität gleich ist. Also ich werde das Video jetzt noch schnell schneiden, damit es heute noch online kommt. Falls einer noch irgendwie was Bestimmtes sehen möchte oder bestimmten Spannung, kann er ja mal schreiben. Falls ich bis dahin noch nicht schon angefangen habe, den Block hier mit dem BMS zu verbinden, kann ich ja eventuell noch mal einen Test raushauen von irgendeiner Spannung oder von irgendeinem Bereich, den man mal abfrühstücken soll. Sonst kann man das eigentlich fast alles über die Zeitrafferaufnahmen ermitteln, die ich mit eingeblendet habe. Wer seine Zellen ein bisschen schonen will, der passt halt die Spannungen ein bisschen an. Das wäre jetzt für mich, ich würde nicht über 3,5 gehen und auch nicht unter 3 Volt gehen. Das wird wahrscheinlich aktuell die Einstellungen sein, die ich bei meinem BMS einstellen werde. Und zur Not, wenn man irgendwo steht und man kommt wirklich mal an die 3 Volt und man muss noch die Nacht durchhaben, machen für ein bisschen Licht oder sowas, kann man ja mal eben per Bluetooth auf 2,5 Volt schalten. Wenn das mal die Zelle mitmachen muss, dann wird das dafür nicht sorgen, dass die direkt kaputt ist. Es geht zwar ein bisschen auf die Lebensdauer, aber wahrscheinlich soll dann, sagen wir mal, die halten 10 Jahre, wahrscheinlich will man dann auch was anderes haben oder größeres oder wie auch immer.